Was Rudolf Steiner als eine fundamentale Erkenntnis in die Welt gebracht hat, was jetzt auch mittlerweile politische Dimensionen hoffentlich bekommen wird, ist, dass wir Menschen, das wissen wir aus der Biologie auch, ein Organismus sind, aber nicht nur ein biologischer Organismus, sondern ein geistig-seelischer Organismus. Und Organismus bedeutet, dass dieser Organismus sich permanent verwandelt, dass er sich verändert, dass in ihm was wächst, dass etwas vorangeht. Das heißt, wir haben in uns einen geistig-seelischen Organismus, einen geistigen Menschen. Und dieser Mensch, der sind wir, der entwickelt sich. Und jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich ein Organismus? Das ist ganz einfach, wenn man ein kleines Baby kriegt, dann sieht man, dass man dem Baby Milch geben muss. Das heißt, ein Organismus braucht Nahrung. Ein körperlicher Organismus braucht körperliche Nahrung. Ein seelischer Organismus braucht seelische Nahrung. Ein geistiger Organismus braucht geistige Nahrung. Wenn ein geistig-seelischer Organismus keine geistig-seelische Nahrung bekommt, wächst und gedeiht er nicht. Wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo unser geistig-seelischer Organismus eine neue Wachstumsstufe erlangt. Wir rutschen sozusagen im Moment aus der Pubertät raus, in die Adoleszenz, ins Erwachsenendasein hinein. Und wir brauchen dafür Nahrung. Wie ist das, wenn ein Pubertierender nicht die richtige Erziehung von den Eltern und von der Umgebung, nicht die richtigen Impulse bekommt, damit er sich als Mensch entwickeln kann? Ja, dann bleibt der Spätpubertierende bis zum 70. Lebensjahr. Kennen wir alle solche Phänomene. Das heißt, etwas entwickelt sich nicht. Spätpubertierende Manager kennt jeder. Oder spätpubertierende Politiker. Und weil die Frage ist jetzt, was ist denn nun diese geistig-seelische Nahrung für uns? Das ist die Geisteswissenschaft. Das ist das, was Rudolf Steiner im Auftrag der geistigen Welt auf die Erde gebracht hat, damit wir jetzt die Nahrung bekommen können, uns zu uns führen können, damit wir geistig-seelisch wachsen können. Das sage ich auch, das müssen die, die neu sind, auch einfach mal so mitnehmen als Gedanke, als Anregung. Bitte nicht glauben, prüfen, selber drüber nachdenken, hinfühlen. Das ist das, warum Menschen, es sind einige hier im Raum, die jahrelang mit mir jetzt auch Seminare gemacht haben, oder so wie ich, seit 40 Jahren beschäftige ich mich mit diesem Wissen. Wir spüren einfach, wir kriegen etwas, was uns tagtäglich Nahrung gibt. Es ist eine Erfüllung, die man dabei erlebt. Man kommt ohne dem nicht aus. Es geht nicht. Das ist auch eine ganz gesunde Abhängigkeit. So wie wir körperliche Nahrung brauchen, brauchen wir geistig-seelische Nahrung. Und es muss die richtige Nahrung sein. Es gibt ja heute viel spirituelle Themen, Bewegungen, esoterische Dinge. Und da muss man immer sehr gut hingucken, ob das jetzt Junkfood ist, Fastfood ist, Slowfood oder Goodfood. Bitte selber auch nachprüfen, was das, was einem angeboten wird, wirklich Nahrung ist, die den eigenen Organismus nährt. Das kann man spüren. Und vor kurzem haben wir wieder so ein Erlebnis gehabt von einer Frau hier bei uns aus der Gegend, die dann irgendwann, nachdem sie immer wieder gesagt wurde, sich dann ein Buch von Rudolf Steiner besorgt hat und dann gesagt hat, es ist ja unglaublich, auch schon über 60, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang so viel Ausbildung gemacht und jetzt sehe ich, jetzt habe ich das gefunden, was meiner Seele Nahrung gibt. Die hat das sofort gespürt und erkannt. Und dann sagt sie, das muss ja jeder in der Welt wissen. Ja, das muss jeder in der Welt. Jeder, der als Mensch wachsen will, als Terranaut, deshalb kommen wir nämlich her. Wir sind Terranauten, weil wir runterkommen, um hier uns geistig, seelisch weiterzuentwickeln. Deshalb sind wir hier. Das wird im nächsten Thema dann ausführlich sein. Das Thema sein. Und dazu brauchen wir Nahrung. Und das ist nicht so, dass ein Rudolf Steiner jetzt gekommen ist und irgendeine Lehre gebracht hat, sondern es ist das Wissen, was uns aus der geistigen Welt gegeben wurde, damit wir die Nahrung haben, geistig-seelisch zu wachsen. Und unser Organismus selber, unser Körper sogar, hat eine gewisse Gliederung, das wissen wir, von den Organen her. Und das heißt, alle Organe brauchen ihre Nahrung. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt, das ist das, was auch Rudolf Steiner entdeckt hat, als er damals schon im Jahr 1917 in die Politik gegangen ist, auch noch versucht hat, im Ersten Weltkrieg was positiv zu verändern und auch danach,
Das hat damals nicht funktioniert. Leider hat das Militär das auch verhindert. Er hat den Politikern gesagt, wir brauchen eine neue soziale Ordnung. Das geht aber nur, wenn ihr erkennt, dass unsere Gesellschaft auch ein Organismus ist und keine Maschine. Und dieser Organismus ist auch gegliedert in drei große Systeme, das Wirtschaftsleben, das Rechtsleben und das Geistesleben. Und nur, wenn die äußere Politik und die Wirtschaft und die Kultur sich so gliedert, wie es dem Organismus entspricht, kann diese Gesellschaft gesund werden und gesund wachsen. Das ist das politische Thema, was jetzt wieder kommt, weil wir brauchen Lösungen und wir wissen, dass darin eine Lösung liegt.